Vor 2 Jahren habe ich mir selber schrecklich bemitleidet. Ich lag auf der Couch bei uns im Wohnzimmer, war krank, mein Körper hatte mich mal wieder im Stich gelassen. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ich hatte zu nichts Lust, war depressiv und auch sauer. Sauer auf mich, sauer auf die Welt. Ja, alles war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. 4 Jahre zuvor hatte ich die Liebe meines Lebens kennengelernt, war nach München gezogen mit Kind und Hund, um bei meiner jetzigen Frau Mimi zu wohnen. Und das Leben hatte neu angefangen. Ich war glücklich, alles war gut. Ich hatte die Firmenpleite hinter mir gelassen, die mich in die Knie gezwungen hatte. Ich hatte meine kaputte Ehe hinter mir gelassen, alle zerbrochene Träume, alle finanzielle Ungereimtheiten und Probleme, die Schulden. Ich hab's einfach hinter mir gelassen, dachte ich. Nur mit eins hatte ich nicht gerechnet. Mein kleines Ich, das kleine Selbst, das immer schon zweifelte, das immer schon sagte, du bist es nicht wert, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, Johann, du bist eine Versagerin. Dieses kleine Selbst hatte sich in meinen Koffer mitgeschlichen und stieg einfach in München wieder aus und sah das auf meine Schulter oder auf der Theke beim Kochen und hat immer wieder die fiese, gleiche Worte in mein Ohr geflüstert. Ich hab's nicht bemerkt. Diese Stimme war so vertraut. Es sprach von Schuldgefühle. Es sprach von Versagen. Es sprach von ein verlorenes Leben. Und jetzt war ich 60 geworden, lag auf der Couch, zappte mich durch Fernsehkanäle und war tiefst unglücklich. Ich verstand mich und die Welt nicht mehr. Hallo, mein Name ist Johann de Groot. Vielleicht kennen manche von euch mich von der Mimi Sinclair Online Akademie. In der Akademie tun meine Frau Mimi und ich alles, um Menschen glücklich zu machen, die ihr Herzensprojekt im Internet verwirklichen wollen. Ich habe bis jetzt viel hinter den Kulissen gearbeitet, aber ich bin Coach und Psychotherapeutin und tritt jetzt auch mehr nach vorne. Es hat aber gedauert, bevor ich das konnte, bevor ich mich getraut habe. Und das hat einen Grund. Das, was ich vorher sagte über dieses kleine Ich, diese gemeine innere Kritiker, der alles kaputt zu machen schien, das hatte ich noch nicht verstanden. Einfach nur das, was nach außen trat. Und das war Depression, Krankheit, mir ging es nicht gut. Ich wusste einfach nur, ich will was ändern, ich muss was ändern. Und es muss von woanders kommen, als wo die Probleme alle angefangen hatten. Ja, und wie das so manchmal ist, dann kommt ein Wunder, dann kommt ein Geschenk. Es kam in Form von einer E-Mail von einer Facebook-Freundin, die sagte, hättest du nicht Lust, zusammen mit mir das 40-Tage-Programm von Lisa Natoli mitzumachen? Lisa Natoli, eine amerikanische Lehrerin für den Course in Miracles, ein Kurs in Wundern, kannte ich nicht. Das Buch, den Kurs in Wundern, kannte ich. Habe ich immer wieder drin gelesen, immer wieder damit gearbeitet und trotzdem wieder weggelegt. Trotzdem nicht richtig begriffen. Ich konnte da nicht durchsteigen. Aber es zog mich hin. Ich wusste, da liegen Antworten. Und vielleicht sind das die Antworten, die du jetzt brauchst. Boah, ein kostenloses Programm, 40 Tage lang. Ich liege ja eh nur rum. Das kann nicht schaden. Also habe ich mich registriert und fing an. Am 1. Januar. Ja. Was soll ich sagen? Es hat sich alles verändert. Nicht gleich, nicht sofort. Aber nach und nach, jeden Tag eine Mail, jeden Tag Hausaufgaben, jeden Tag bestimmte Übungen. Ich fing an, mich reinzuspüren in überhaupt meinen Zustand, zu sehen, dass ich immer wieder Angst statt Liebe wählte, dass ich gefangen war in meine Gedanken, und zwar sehr negative Gedanken. Und diesmal ging es nicht darum, da obendrauf einfach Positives zu schmeißen und unten alles zu glätten. Oder es ging auch nicht darum, durch viel, viel Therapie von unten alles aufzuarbeiten, aufzuarbeiten, aufzuarbeiten. Das kannte ich zu Genüge. Ja, ich habe ja jahrelang Psychotherapie selber gehabt und dann auch viele, viele Menschen geholfen. Aber mich selber konnte ich nicht helfen. Es hat einfach einen ganz, ganz anderen Ansatz gebraucht. Und nach 40 Tagen, da wusste ich wieder, wer ich bin.
das Licht der Welt. Die Liebe, vollkommen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Aber am Anfang habe ich das gar nicht gesehen. Als ich so depressiv war und so mies drauf war, habe ich total daran gezweifelt. Nichts hat mich gepasst. Die Stimme von Lisa hat mich nicht gepasst. Die Art, wie sie die Videos machte, die Lektionen. Ich hatte Widerstand gegen alles. Trotzdem habe ich durchgesetzt. Warum? Weil ich mich eine Frage stellte. Was, wenn es wahr ist? Was, wenn es stimmt? Diese Versprechen, die aus dem Kurs kommen, dass ich die Liebe bin, dass ich vollkommen und geheilt bin und perfekt, so wie ich bin. Was, wenn das wahr ist? Lohnt es sich nicht, dafür etwas zu tun und das zu entdecken? Und das hat mich dran gehalten. Ich habe 40 Tage lang so getan, als ob. Ja, ich habe es einfach durchgezogen. Aber nach diesen 40 Tagen, da fing das an, in mir zu keimen. Diese kleine Samen ist in meinem Herzen aufgegangen. Und ich fing an, es zu glauben. Natürlich war es mit 40 Tagen nicht getan. Ich habe auch andere Programme gemacht von der Lisa. Aber vor allen Dingen habe ich angefangen, mit dem Kurs in Wundern zu arbeiten. Wirklich täglich die Lektionen zu machen, zu meditieren. Und dann immer tiefer in mir zu spüren, dass Gott mich wirklich total liebt, so wie ich bin. Dass in mir eine innere Kraft ist, ein innerer Lehrer, so wie es auch im Kurs gesagt wird, der mich überall hinführt, wo ich nur sein will. Dass ich alles erreichen kann, was ich will. Und dass ich dafür Hilfe bekomme. Langsam habe ich mich rausgeschält aus dieser Depression, aus diesen Krankheiten, aus meinen Ängsten. Wenn du dich jetzt in einem Loch befindest, wenn es dir nicht gut geht, wenn du depressiv bist oder krank, dann gib nicht auf. Wie ich vorher schon sagte, die Lösung kann manchmal so nah sein. Und stell dir doch diese Frage, was, wenn es wahr ist? Was, wenn du wirklich das Licht der Welt bist? Weil das bist du. Davon bin ich heute 100% überzeugt. Und wenn du Lust hast, auf eine Entdeckungsreise zu gehen in dir und dieses Licht in dir zu entdecken, diese Liebe, dann kannst du gerne dich eintragen, ganz kostenlos, fürs 40-Tage-Programm, das mittlerweile auf Deutsch übersetzt wurde. In einem kleinen Team haben wir uns diese Arbeit geleistet. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo du aufgenommen werden kannst, wenn du Lust hast, zusammen mit uns am 1. Januar wieder zu starten. Und ich werde eine Begleitung machen, jeden Tag ein kleines Video oder Podcast in der Gruppe stellen. Und wir werden zusammen erleben, wie das ist, zu entdecken, was es bedeutet, zu sagen, ja, ich bin, wie Gott mich schuf. Ich wünsche dir eine gesegnete Weihnachten vom ganzen Herzen.